Beatrice ist eingeweiht, bei den anderen schien uns das so riskant. Das könnt ihr nicht machen. Mit Marie? Ich muss sofort zu ihr. Henning, sei vernünftig. Clarissa, ich muss sofort zu Marie. Lukas, ich bin's, Tanja. Henning ist tot. Du kannst Clarissa der Polizei ausliefern. Christian, Lara war bei der Pressekonferenz im Label. Sie hat alles mitbekommen. Marie, bitte nicht erschrecken. Ich lebe noch. Es tut mir so leid. Ich wollte dich nicht erschrecken. Wir konnten dir nichts sagen. Henning! Oh Gott, ich glaub das nicht. Im Krankenhaus. Ich weiß. Sie haben mir gesagt, dass ich tot bin. Man hätte dich einweihen müssen. Marie. Ganz ruhig, ruhig. Clarissa hat nicht auf mich geschossen. Es war Tanja. Tanja? Also jetzt verstehe ich überhaupt nichts mehr. Das ist doch nicht zu fassen. Bitte, jetzt reg dich doch nicht so auf. Du lässt mich im Glauben, dass mein Sohn nicht mehr lebt? Und ich soll mich nicht aufregen? Ja, bin ich denn im Irrenhaus? Martin, wir mussten Hennings Tod vortäuschen, um Tanja in Sicherheit zu wiegen. Ich wollte dich von Anfang an einweihen, aber... Hör doch auf! Du hast mich doch die ganze Zeit schon belogen. Ja, und das war ein Fehler. Es tut mir wirklich leid. Aber Clarissa hat gesagt... Ach ja, Clarissa! Bist du mit ihr verheiratet oder mit mir? Und diese Hochzeit zu inszenieren, nur um Tanja reinzulegen, wer hat sich diesen Schwachsinn eigentlich ausgedacht? Martin, Tanja ist gefährlich. Es gab nur diesen Weg, sie zu überführen. Ja, man sieht ja, wie gut es geklappt hat. Hast du eigentlich nur eine Sekunde daran gedacht, was das für Marie alles bedeutet? Ja. Nein, das hast du nicht. Sonst hättest du ihr so etwas niemals angetan. Aber Marie ist ja nur deine Stieftochter. Martin, bitte, das ist nicht wahr. Wo willst du denn jetzt hin? Martin, bitte mach jetzt keinen Fehler. So ein Mist. Was kommt sie auch zu dieser blöden Pressekonferenz? Sie kann ja nicht wissen, was da abgeht. Ich meine, mir ist auch die Kinnlade runtergefallen, als ich gehört habe, dass du solo bist. Ja, ich wollte ihr heute Abend alles erklären. Klar, dass es nur ein Deal mit meinem Management ist. Komm rein. Natürlich, was man nicht alles für den Erfolg macht. Was kann ich denn bitte dafür? So sind nun mal die Vertragsbedingungen. Und ich mache nicht die PR, sondern Beckmann. Aha. Ist sie sehr sauer? Christian, Lara ist nicht sauer. Lara ist völlig am Ende. Und alles nur wegen dieser blöden Pressekonferenz. Ja, mein Gott, sie weiß doch nichts von deinem Deal. Sie denkt, dass ihr euch getrennt habt. Was soll sie denn sonst denken? Du hast sie in aller Öffentlichkeit verleugnet. Ich weiß nicht, ob da so ein paar Blumen ausreichen. Keine Ahnung, ich muss jetzt sofort zu ihr. Ja. Tanja wollte dich umbringen. Also mussten wir mit dieser Hochzeit eine Falle stellen. Du hast sie nie geliebt? Nein, niemals. Tanja hat Henning angeschossen und ist entwischt. Also mussten wir unseren Plan etwas ändern. Etwas? Ich habe wirklich gedacht, dass Henning tot ist, falls ihr euch vorstellen könnt, was das heißt. Marie. Sag mal, seid ihr noch zu retten? Wie könnt ihr mir das antun? Diese verdammte Hochzeit war die Hölle für mich. Wieso hast du mich nicht eingeweiht? Er wollte dich nicht unnötig in Gefahr bringen. Marie, wir haben jetzt wirklich nicht die Zeit, hier alles auszudiskutieren. Ich heul mir hier für nichts und wieder nichts die Augen aus. Es tut mir alles wahnsinnig leid, Marie.
Aber wir müssen jetzt schnell handeln. Clarissa wird von der Polizei gesucht. Es ist nur Beatrice. Hallo Beatrice, was gibt's denn? Was? Das auch noch? Ja. Euer Vater ist eingeweiht. Jetzt gibt's Ärger. Bitte. Ist das etwa... Die Tatwaffe. Wir haben sie gefunden im Park. Sie kennen die Pistole? Tja. Sie gehört Frau von Anstetten. Die Zeugenaussagen scheinen sich also zu bestätigen. Sie meinen etwa, dass Clarissa meinen Mann damit erschossen hat? Sie steht zumindest unter dringendem Tatverdacht. Genügend Leute haben sie ja im Park gesehen. Aber Sie? Sie haben nichts gesehen. Wie gesagt, ich war im Haus. Ich kann es gar nicht fassen, dass Clarissa sowas gemacht haben soll. Einen Zigarillo-Stummel haben wir auch noch gefunden. Vielleicht war sie ein bisschen durcheinander. Möglich. Aber was mich viel mehr interessieren würde... Ja? Das Motiv. Welchen Grund könnte die Gräfin gehabt haben, diesen Mord zu verüben? Clarissa hat meinen Mann nicht gemacht. Es gab ständig Konflikte zwischen den beiden. Das ist noch lange kein Grund, jemanden umzubringen. Hören Sie, ich weiß doch auch nicht, warum sie es gemacht hat. Henning war ein wunderbarer Mensch. Ach ja, eine letzte Frage hätte ich noch. Hätten Sie eine Idee, wo Clarissa von Anstetten sich im Moment aufhalten könnte? Was, sie ist noch nicht verhaftet? Nein. Können wir dich auch wirklich alleine lassen? Ja, ja, ich bin okay. Bleib du hier, ich kann das auch alleine. Nein, geht doch. Viel Spaß. Clara. Hallo, niemand da? Lara, ich hab dir da jemanden mitgebracht. Die Blumen sind schön. Red mit ihm. Elisabeth, kommst du denn? Ja. Ja, ich hab noch was zu tun, ne? Hallo, Lara. Ich hab dir was mitgebracht. Lass mich in Ruhe. Hey. Hey, du bist doch meine... Hau ab! Jetzt hör mir doch erstmal zu! Schon gut, Papa. Ich habe Henning schon genug Vorwürfe gemacht. Ich musste Martin einweihen. War das alles deine Idee? Was hätten wir denn deiner Meinung nach tun sollen? Ja, vielleicht die Polizei einschalten. Wir hatten doch nichts gegen Tanja in der Hand. Ach ja? Und was hat sich durch diese grandiose Aktion daran geändert? Tanja läuft frei herum und Henning hat eine Schusswunde am Arm. Das ist alles, was ich erkennen kann. Martin, bitte lass uns sachlich bleiben. Ich bin sachlich. Ich vergleiche nur Mittel und Wirkung. Und der Vergleich sieht gar nicht gut aus. Martin, ich verstehe ja deinen Ärger. Aber das bringt uns jetzt auch nicht weiter. Henning hat recht. Wir sollten uns auf Tanja konzentrieren. Ab jetzt müssen wir eben an alles denken. Dann kann gar nichts mehr schief gehen. Ein neuer Plan? Kommt überhaupt nicht in Frage. Wenn Tanja wirklich so gefährlich ist, sollten wir vielleicht die Finger von ihr lassen. Obwohl, ich würde am liebsten auch die Augen auskratzen. Ich wusste doch, dass ihr alles kaputt machen würdet. Entschuldige mal. Ja, ich weiß. Aber Henning lebt. Nur Tanja hält ihn für tot. Und das ist unsere Chance. Na, warte, Lukas. Boah, ich kann kotzen! Ja, bitte. Herr Roloff möchte kondolieren. Er soll bitte reinkommen.
mein Beileid. Schwarz steht dir gut. Pass auf, dass ich mich nicht vergesse. Schon wieder ein Mord, das kommt nicht gut. Sag mal, bist du wahnsinnig geworden, Clarissa einfach laufen zu lassen? Ich würde an deiner Stelle hier nicht so schreien. Du solltest sie der Polizei ausliefern, verdammt nochmal. Das hatte ich auch vor, aber sie hat mir die Wagentür gegen den Kopf gestoßen. Oh, wie bitte? Ich musste ihr die Fußfesseln lösen, damit sie ins Auto konnte. Und dann habe ich mich gebückt und als ich sie wieder anlegen wollte... Lukas, das darf doch alles nicht wahr sein! Ich war bewusstlos. Und als ich wieder zu mir kam, war sie weg. Ja, was soll's? Sonst hat doch alles geklappt. Henning ist tot und du bist eine reiche Witwe. Du Idiot. Hey, verdammt, jetzt krieg dich Idiot! Mal, krieg dich mal wieder ein. Hauptsache, wir haben die Kohle. Ich wollte Clarissa. Das wirst du mir büßen. Das schwöre ich dir. Ja. Der Notar ist jetzt da. Er möchte bitte eintreten. Guten Tag, Frau von Anstetten. Oh, Sie haben noch Besuch? Nein, mein Bekannter wollte sowieso gerade gehen. Nochmals mein herzliches Beileid. Ich muss den Vertrag unterschreiben, dass ich öffentlich behaupte, Single zu sein. Sonst hätte ich mir das Album abschminken können. Was ist? Solche Kompromisse hättest du vor ein paar Monaten noch nicht gemacht. Das ist doch Quatsch! Du hättest jeden verachtet, der lügt, um nach oben zu kommen. Jetzt tu doch nicht so moralisch. Wenn du es mir wenigstens vorher gesagt hättest. Aber es ist das Gleiche wie mit unserem Lied, ich erfahre es zufällig. Ich wollte es dir doch sagen, ist doch klar, vor der Pressekonferenz. Aber dann kam London dazwischen. Ja, klar, es kommt immer was dazwischen. Heute London, morgen eine Aufnahme, übermorgen ich weiß nicht was. Sollen wir uns jetzt nur noch heimlich treffen oder wie stellst du dir das vor? Wenn nicht gerade Paparazzi in der Nähe sind, sehe ich da kein Problem. Ja klar, denen steht ihr Job ja auf der Stirn geschrieben. Clara, das Einzige, was wirklich zählt, ist doch, dass wir uns lieben. Lass mich erstmal alleine, bitte. Dann haben Sie sich sicher auch noch keine Gedanken über das Testament gemacht. Nein, wie meinen Sie das? Sie sollten nicht zu lange mit der Testamentseröffnung warten. Es ist mir ganz egal, was mein Mann mir hinterlassen hat. Aber Graf von Anstetten war ein sehr vermögender Mann. Ja, aber kein Geld der Welt kann ihn mir ersetzen. Er war so liebevoll. Wer wird denn alles zur Testamentseröffnung kommen? Nur die engsten Angehörigen. Allerdings... Ja? Ihr verstorbener Mann hat sein Testament kurz vor der Hochzeit noch mal geändert. Aha. Und das heißt? Als Ehefrau sollten Sie doch sicherlich die Haupterbin sein. Warum hast du mir nichts davon gesagt? Lara, du bist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Ohne dich könnte ich... Wieso hast du mich angelogen? Ich habe mich echt bescheuert benommen in den letzten Wochen. Aber ich verspreche dir, nein, ich schwöre dir, ich werde dich nie wieder in deinem ganzen Leben so vernachlässigen. Hey, ehrlich, ich leg dir Griechenland um die ganze Welt zu Füßen. Ja, bitte, bitte bleib hier. Versprichst du mir, dass wir uns nie wieder trennen? Versprochen. Aber warum sollten wir uns auch trennen? Ich bin ja total glücklich mit dir. Sie rechnet fest damit, dass sie alles erbt. Diese Gier wird dir noch einmal zum Verhängnis werden. Vielen Dank für Ihre Bemühungen. Der Dank ist ganz meinerseits. Und? Sie ist drauf reingefallen. Na, wunderbar.
Ich würde zu gerne ihr Gesicht sehen, wenn sie erfährt, dass sie leer ausgeht. Tanjas Wut ist jetzt schon kaum zu bremsen. Sie hätten sie vorhin mal erleben sollen. Sie muss sich wahnsinnig ärgern, dass ich nicht in Haft sitze. Dank ihrer freundlichen Mithilfe. Und ich helfe auch gerne weiter, aber Sie müssen verstehen, ich liefere mich nicht selbst ans Messer. Das verlangt ja auch niemand. Vor der Polizei werde ich mich auf keinen Fall als Tanjas Komplize preisgeben. Seien Sie doch nicht so pessimistisch. Wäre nicht das erste Mal, dass was schief geht. Die einzigen, die mir Sorgen machen, sind Marie und ihr Vater. Wieso? Weil man ihnen nicht vertrauen kann, dass sie mitspielen? Sie müssen sich bis zur Testamentseröffnung bedeckt halten. Ob sie das schaffen? Naja. Meinst du, du schaffst es? Ich weiß es nicht. Okay. Marie, wie schön, dich zu sehen. Es muss schrecklich für dich sein. Ich weiß, wie sehr du Henning geliebt hast. Genauso wie du? Wir haben noch gar nicht über die Trauerfeier gesprochen. Ja, ich weiß, aber allein der Gedanke. Tanja, du musst erst mal was essen. Nein. Lasst euch von mir nicht den Appetit verderben. Ich habe heute Morgen mit einem Beerdigungsunternehmen telefoniert. Was? Willst du dich darum kümmern? Ja, lass das mal Martin machen. Wir wissen doch, wie sehr Hennings Tod dich mitnimmt. Danke. Ich wäre gerade wirklich nicht in der Lage dazu. Schon gut. Hast du hinsichtlich der Zeremonie einen besonderen Wunsch? Ich weiß nicht. Du? Was fragst du mich das denn? Marie, wir beide haben doch Henning geliebt. Das hat uns auseinandergebracht, aber das muss doch nicht so bleiben. Du hast Henning geheiratet, entscheide du. Also gut, wie du meinst. Bist du selbst schuld, dass Lara dich rausgeschmissen hat? Ja klar, du bist natürlich wieder mal auf ihrer Seite. Tschüss, Franzi. Bis bald. Und, wie geht's ihr? Ganz okay. Du hast aber doch nichts von Henning gesagt, oder? Nicht am Telefon. Das wäre zu krass. Sag mal, das ist ganz schön heftig, was da bei euch abgeht. Henning wurde tatsächlich erschossen. Ja, bei mir ist das noch gar nicht richtig angekommen. Kann ich verstehen. Und die Stimmung bei uns zu Hause ist auch extrem komisch. Willst du ein paar Tage bei uns brennen? Das würde gehen? Klar, ist doch gar kein Problem. Danke für das großzügige Angebot. Lass dich nicht so hängen. Ja, du hast gut reden. Aber was ist denn los mit dir und Lara? Christian hat ein wahnsinnig großes Talent, in Fettnäpfchen zu treten, vor allem bei Lara. Alexa, wir unterhalten uns nochmal, nachdem du deine erste feste Beziehung geführt hast. Dann merkst du nämlich, wie schwer sowas ist. Ja, aber Lara liebt dich doch. Ja. Ja, dann solltest du vielleicht mal ein bisschen mehr investieren als so ein paar blöde Blumen. Blumen, Ringe, das ist doch alles irgendwie abgegriffen. Dann lass dir was Besseres einfallen. Ich werde ihr mein Herz zu Füßen legen. Henning. Oh. Hi. Ich dachte, ich warte hier auf dich. Aber doch nicht im Dunkeln. Warum hast du dir denn kein Licht angemacht? Ich dachte, ich warte lieber, bis du kommst, damit niemand misstrauisch wird. Wo ist Clarissa? Bei Lukas Roloff. Aua. In ihr Penthouse kann sie ja nicht. Es wird Tag und Nacht von der Polizei bewacht. Wie war's? Ich hätte Tanja am liebsten den Hals umgedreht. Aber du hast sie noch mal verschont, hm? An der Frau mache ich mir nicht die Finger schmutzig. Die soll sich ihr Grab selbst schaufeln. Marie, bist du bereit mitzuspielen? Du verlangst sehr viel von mir. Ja, ich weiß. Und ich habe eigentlich nicht das Recht, irgendwas zu verlangen. Ich... Kannst du mir verzeihen? Ach, Henning. Soll ich mitnehmen zur Schule? Nee, danke. Ich habe erst zur dritten Stunde.
Sag besser nichts. Kopf hoch. Versprich es. Wir sehen uns heute Abend. Arbeit nicht so viel. Alexa. Hallo. Da drin sitzt jemand, der braucht dringend Trost. Ich weiß. Christian macht aber auch einen Bockmist nach dem anderen. Hi. Was hat er gesagt? Dass es ihm total leid tut und er dich liebt. Kaffee? Mhm. Du, er ist tierisch fertig und macht sich Vorwürfe. Jetzt sag doch mal was. Jetzt muss ich was ändern sonst. Christian ist manchmal aber auch so ungeschickt. So, ihr Lieben, gleich bringe ich den Song von DJ Christian. Tja, und Lara, wer von euch Mädels ihr liebt euch doch. Will, und ich kenne kein Pärchen, das so gut zusammenpasst wie ihr zwei. 333. Der junge Mann ist nämlich noch immer solo und sucht seine Traumfrau. Also, das ist eure Chance. Und hier ist sein Song, I Can't Forget. Morgen. Oh, morgen. Du siehst aus, als hättest du auf dem Sofa kein Auge zugetan. Du wirst es nicht glauben, aber ich habe geschlafen wie ein Toter. Oh, nur so eine Redensart. In deinem Fall besonders passend. Ich glaube, ich gehe dann mal duschen. Hm? Mit Hose? Klar. Naja, du weißt ja, wo alles ist. Mhm. Das ist bestimmt mein Vater. Guten Morgen. Marie, ich würde gern was wegen der Beerdigung mit dir besprechen. Sei froh, dass du keinen Freund hast. Komm, hör auf. Ihr habt doch auch schöne Zeiten. Christian? Keine Ahnung. Doch, das ist er, ganz bestimmt. Ich mach nicht auf. Ich muss jetzt aber los. Alexa, bitte nicht. Du schaffst das schon. Und tschüss. Hey. Jetzt mach doch nicht so ein Gesicht. Hast du schon mal rausgeguckt? Es ist ein wunderschöner Tag heute. Lara, ich dachte, wir machen einen kleinen Ausflug zum See, ganz romantisch. Hey. Ich habe alle Termine abgesagt und ein Boot für uns gemietet. Nur wir waren hier ganz allein. Ohne Paparazzi. So war das gar nicht gemeint. Es ist mir egal, was du meinst oder nicht. Lara. Nein! Such dir eine Traumfrau, mach Karriere, mach, was du willst. Aber ohne mich.